Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play! Findet Nemo! Findet Nemo! 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 Maskenjagd! Spielen! Oh ja, das wird lustig. Spiel ich nicht da das erste Mal Marlin? Oder, wie ist doch? Merlin nicht. Ja. Merlin, nicht Marlin. Merlin. Ich glaub mal, dass du Merlin hast. Ach, keine Ahnung. Alles, wie heißt der? Marlin oder Merlin oder? Gute Frage. Mr. Clownfish. Genau. Oh, und jetzt spiel ich den großen Daddy. Big Daddy. Wollte ich auch gerade sagen. Ladevorgang. Ja. Mit seinen Glubschaugen. Das Boot. Schwimm hinterher, du kannst es noch einholen. Nein, natürlich muss er erstmal die Taucherbrille holen. Das geht nämlich jetzt noch Zeit. Und gleich zu Anfang. Boom. Yeah, that's fail. Das ist halt total scheiße. Du kannst da gar nicht alles einsammeln. Das geht einfach nicht. Einfach runterschwimmen. Das kannst du in der Zeit überhaupt nicht schaffen. Ich probier's irgendwie. Ich frag mich wirklich, wie ein Kind das alles schaffen soll. Ohne Witz jetzt. Das war die Schnapp. Muschel, ja. Einfach durchschwimmen. Versuchen dich von nichts irgendwie, ja. Von nichts aufhalten lassen. Keine Sachen einsammeln, nichts. Einfach durchschwimmen, sonst kriegst du es echt nicht hin. Weil ich hasse diese Szene. Und aufpassen, die Viecher schnappen nach dir. Okay. Man kann das in der Zeit nämlich wirklich nicht schaffen. Ich habe das schon so oft versucht und bin selber total gescheitert. Das geht einfach nicht. Ich frag mich, wie ein Kind das hinkriegen kann. Keine Ahnung. Vor allem, das ist ein Kinderspiel. Ja. Und das kriegt kein Kind hin. Ohne Witz jetzt. Doch, japanische Kinder kriegen das hin. Ja, das weiß ich nicht. Oh oh. Was war das denn jetzt, diese großen Stachelding? Das war so eine schwimmende Ding und die zieht ihre Stacheln manchmal ein. Ach, ich mach's mir jetzt bequem. Ja, relax mal ein bisschen. Yay. Hat jemand einen Joint? Nein, Spaß. Oh, ich wollte gerade ja sagen. Nein. Nein, wir sind beide clean. Genau. Clean ist sauber. Clean, genau wie Marlin oder Merlin oder wie auch immer heißt. Der schwimmt ja im Wasser. Ich bekomme... Ja, cleaner geht gar nicht. Ich weiß nachher, was ich singen werde, wenn ich bei den Haifischen angelangt bin. Dann werde ich die ganze Zeit Haifisch von Rammstein singen. Denn der Haifisch lebt im Wasser. Weißt du, warum laut Rammstein das Wasser salzig ist? Weil die Haie weinen. Und die Tränen sind so salzig. Oh nein! Weißt du, kein Fisch oder was? Weißt du, kein Fisch kriegen oder Nö, was? Nö, weil die Menschen grausam sind oder sowas. Keine Ahnung. Oh, ich sollte dir erzählen, wie oft du stirbst. Genau, so eine Strichliste. Allerdings wird das hier nicht so grausam dargestellt wie in Limbo. Ja. Aber in Limbo bist du echt schon zu oft gestorben. Ah, schon wieder. Es ist viel zu viel, was mich umbringen will. Es ist fast wie I Wanna Be the Guy. Wo schwimmst du hin? Du musst nach unten schwimmen. Ja, oben war ein Muschel. Egal. Oh, schon wieder. Gosh. Ein Glück, dass es hier keine Leben gibt, ne? Ich will das Ding haben. Noch mehr. Ich muss auf diese kleinen was ist die Mehrzahl von Plankton? Planktons. Diese kleinen Planktons achten. Warum habe ich jetzt eben bei einem Treffer zwei verloren? Weil die Viecher böse sind. Oha. Oh oh. Ich möglichst weit an der Decke schwimmen. Ist aber auch nicht immer gesund. Ja. Oh, du hast recht. Deswegen. Du hast recht. Was sind denn das hier überhaupt, diese Dinger? Das sind Schlingpflanzen. Pflanzen können es ja nicht sein. Schlingpflanzen. Mit Zähnen. Nee, das sind einfach, halt so Art böse Schnecken, die dich fressen wollen. Also Haie sind es auf keinen Fall. Nee, Schnecken eigentlich auch nicht. Wie heißen die Viecher? Keine Ahnung.
Die wollen dich halt fressen. Nom nom nom, ma. Nom nom nom, Clownfisch. Ich such doch nur meinen Sohn. Ich will doch nur meinen Sohn. Hä? Jetzt geht's nicht mal nach unten oder was? Ach nee, da. Hä? Der kommt da. Der ist mir ins Gesicht gesprungen. Du musst halt aufpassen. Wow, geht das hier tief hinunter. Mhm. Wow. Ja, die Musik ist spannend. Ja. Mhm. Auch wenn ich sie nicht höre, aber ich weiß, was eine bedrohliche Musik da ist. Nom nom nom, ich bin hier der Tierfütterer. Ich biete mich selber an. Lecker Clownfisch. So. Manchmal kann man den ja einfach vor der Schnauze vorbeischwimmen, aber manchmal schnappen sie dann und dann bist du weg. Du musst halt immer aufpassen, weil wenn sie dich dann sehen, dann... Weil die gehen ja erst ein Stück zurück und dann siehst du ja, wenn... Ja. Wenn sie dann ihren Mund aufreißen. Oh, das war knapp. So, ich... Oh! Schon wieder derselbe Fehler! So sollst du das manchmal merken. Okay, ich merke mir das jetzt. Warte mal, ist hier irgendwo ein Plankton? Nein. Es geht tiefer und tiefer und tiefer. Was ist? No, no's. Ich halte mich jetzt ein bisschen mehr rechts. Ja, solltest du auch. Rechts war nicht so viel Schlimmes. Oh, doch, war was. Hier. So. So, hier ist ja wirklich nichts Schlimmes. Das geht ja. Ne, außer es geht sicher. So. Nicht so, dass ich oh! Gleich so ein Freischritt. Und du hast mich noch gewarnt. Ja, aber nicht vor denen, aber gut. Egal. Ich gar nicht dachte, dass du noch tiefer gehst. Ha. Das egal. Boah. Level ist knifflig. Das ist dramatisch für ein Kind. Ja, da kriegt man als Kind auch voll Komplexe. Ja, Clownfisch, Clownfisch! Marlin oder Merlin oder... Ich glaub Marlin dann doch. Hm. Ich muss den Film mal... Ach, keine Ahnung. Ich bekomme gerade Lust, den Film zu gucken. Und Vorsicht jetzt, da unten das Ding. Halt dich rechts oder links, ja, runter. Oh ja, ein Schrimp. Vorsicht! Rechts! Ja, ich... Ja. Was ist denn, was ist das für ein Loch runter, da oben? Runter! Nichts. Alles will mich töten. Uiuiui. Ja. Vorsicht! Ah. Habe ich es jetzt geschafft? Oh, geschafft. Ja. Jetzt bist du unten noch im Meeresgrund. Jetzt musst du noch den komischen Fischen ausweichen. Kannst du mir helfen? Wollen wir Freunde sein? Musst du halt durch alle Aua. Durch alle Ringe und gucken, dass die dass die Fische nicht berührst. Ja. Pass auf, die muss die Aktionstaste nicht drücken. Dann bin ich aber schneller. Ja, das brauchst du aber da denn nicht. Jetzt ein Fisch? Du machst bei solchen Sachen keine Aktionstaste drücken. Du musst die Aktionstaste nur drücken, wenn du irgendwelche Gegenstände rammen musst. Oder irgendwas aufheben willst, weil du bist so ein für sich so schnell genug. Das ist für das Spiel schon so einprogrammiert, wenn du einfach nur X-Taste okay. drückst. Und die gedrückt hältst. Und halt keinen Fisch berührst. Okay. Aber du musst die Aktionstaste bei sowas nicht drücken. Weil hier geht's nicht um Zeit, hier geht's einfach nur, dass du halt alle Sachen einsammelst eigentlich und halt hier nichts Glück, berührst. Überall sind Fische. Ja. Nein, schon wieder! Die kommt von überall. Ja, nee. Ah. Geisterfahrer, wir fahren in derselben Spur, du. Da bist du auch ein Geisterfahrer. Achtung. Voll die Verkehrsraudis, ey. So. Geisterfahrer, ja, nee. Ah. Bisher bin ich ganz weit gekommen. Ja, dann pass auf. So. Hier, wenn man hier am Grund schwimmt, dann ist das relativ gut. Wow. Ja, dann kriegst du keine Ringe, ne? Hier, ich fress den Staub. Hier, Marlin, friss den Staub. Das ist dafür, dass du nicht auf deinen Sohn aufgepasst hast.
Oh. So sieht ein verzweifelter Vater aus. Mhm. Autsch. Dori. Dori. Ja. Was gejagt? Wir haben wie lange gebraucht? Mhm. Was stand da? Du kannst gleich nochmal zurückgehen. Speichervorgang. Wie komme ich jetzt? Ach ja, weiter. Weiter. Wir haben nur 7 Minuten gebraucht. Cool. Aber wir haben da vorher noch irgendwie. Mhm. Plus Sequenzen, das reicht dann für ein Video, ne? Mhm. Also dann. Ja. Im nächsten Part geht's um Fang Dori. Yay! Ja. Dann bis dahin. Und ciao. Ciao.